Hey, Kasam, Dankeschön für den dritten Monat, Maga. Boah. Meine Fresse, ey. Ey, wenn du halt schon mit zwei oder drei Scheißrunden anfängst am Tag, ne, dann kannst du eigentlich schon aufhören zu spielen. Weil das fickt deinen Kopf so sehr. Es fickt deinen Kopf so sehr. Stehst du halt schon wieder zwischen drei Leuten, ne? Zwischen drei. Zwei spielen zusammen, der andere ist irgendwo an der Seite und natürlich der Typ, der erschossen wird, da guckt er nicht hin, sondern guckt zu mir. Ich meine, du könntest dir jetzt alles einreden, und der Timelag oder whatever, was für ein Bullshit. Aber meine Fresse. Egal, was für eine verfickte Entscheidung man heute trifft, ist es nicht die richtige. Oh, leck mich an die Füße, ey. Erschieß mich, Simulator. Coco, ich kann dir gerne mal die Entscheidung, die ich gerade getroffen habe, erklären. Rechts von der Seite kommt jemand mit, ich bin geheilt. Rechts an der Seite kommt jemand, der den vorne erschossen hat. Das heißt, der kommt von unten vom Gabelstapler und hat volle Sicht auf mich. In dem Moment, als der den erschossen hat, den Kumpel von dem hinten drinne, gehe ich davon aus, dass der Kumpel irgendwie guckt, dass er den anderen, der aggressiv spielt, abaimt und nicht mich. Das heißt, ich versuche irgendwie einen Meter zu machen und irgendwo hinzukommen, wo ich in Deckung bin, damit der andere, der mich von dort anschießt, nicht auf mich schießt. Die Tür an der Stelle ist keine Option, weil währenddessen du die Tür aufmachst, bist du Frischfleisch für den anderen, gibst ihm den neu, also gibst ihm ein Geräusch, dass er sich dass er weiß, wo ich bin und pusht nach oben. So, was willst du denn da? Ist ja nicht so, als wenn du das ohne Grund machst, weißt du? Das hat nichts damit zu tun, dass du sagst, ja, bitte erschieß mich, sondern, ne? Ist jetzt nicht gerade so, als wenn ich darum bettel. Und der Typ auf dem Boden, der gerade auf Interchange lag, der hat nicht ein einziges Geräusch gemacht. Das hättest du, was, das weißt du nicht. Oder das Drei-Mann-Team, was dir in den Rücken läuft, währenddessen du nach draußen willst, kannst du auch nicht riechen, wenn sie auf einmal da sind. Und kein Geräusch machen und nix. Oder der Skeff, der dich um die Ecke erschießt. Der Skeff, der nicht umfällt. Kannst dir alles aussuchen. Oder den, den du an der Wand schießt mit 4 oder 5, 6, 7 Hits und der nicht stirbt. Oder die zwei, die mit Vollgier im Wald rumlaufen und von einem 80 nicht sterben. Oder die Leute, die hinter dir spawnen und auf dich zulaufen, du einen tötest und der andere nicht stirbt. In dem Moment, wo du dich gerade heilen willst, der dir eine Granate vor den Kopf wirft und davor auch schon drei geworfen hat. Ja, das ist also. Was willst du machen?
brauche kein Mitleid und ich brauche keine hohlen Phrasen, Leute. Da kannst du nichts gegen machen. Das sind einfach Entscheidungen, die du triffst, die du falsch triffst und dann stirbst du deswegen. Fertig. Ganz einfach. Kannst du nichts machen. Manchmal hast du so Tage, da triffst du halt Kackentscheidungen. Und dann hast du wieder Tage, da treffen die anderen Leute Kackentscheidungen. Was willst du tun? Was willst du machen? Ich empfinde es nicht als, ich empfinde nicht den Spielstil schlecht. Das Aim ist wahrscheinlich nicht on point heute. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber zaubern kann ich nicht. Und in die Köpfe der anderen kann ich auch manchmal nicht reingucken. Da helfen dir auch keine 5 Minuten Pause oder 20 Minuten Pause, die helfen dir nicht. Das Einzige, was dir da hilft, ist Kills, Gear, rauskommen, Erfolgserlebnis. Falls du eine halbe Schachtel Zigaretten rauchen gehen und 20 Kilometer laufen, dann ändert das ändert sich auch dann nicht. Dass man einfach scheiße spielt, fertig. What? Ah, das ist der LKW, ich wollte schon sagen. Willst du ablässig ohne Kopfhörer? Yes, I do. Ich hab keine Kohle. Ich will seit 3 Streams eine blöde Scapbox haben. Aber jedes Mal, wenn ich versuche, einen Money Run zu machen, sterbe ich durch irgendeinen Bullshit. Also konzentriere ich mich auf die Quest irgendwie. Und ich habe gar keine Lust, Geld auszugeben. Also ich bin nicht pleite, aber ich finde halt auch nichts, was ich verkaufen kann. Mrazota! Son of a! Смотрите, дерзкий какой! Какие еще эти? Их только не хватало. Ой, не нравится мне это место. Хоть и мне тут пиздец как не нравится, но выхода у нас нет.
Mhm. Wo ist er denn hin?
der sich jetzt weggebeamt? Der ist doch noch vorne an den LKW rangegangen. Habe ich doch gesehen. Da vorne ist er. Noch in der Halle drin.
Twitch Prime ist? Einer muss hier auf jeden Fall noch rumströbern irgendwo. Ich
hier schon reingeguckt, oder? Ja, ne? Ja. Super weird. Auf allen Ebenen weird irgendwie. Helme sind übrigens keine Deko. Mm-mm. Nope. Was weißt du schon? Ich? Weiß ich nicht. Und nach 1000 Stunden auf jeden Fall ein bisschen was. Aber ich kann dir sagen, Helme sind nicht nutzlos, nein. Wenn den Scav auf deine Rübe schießt und du hast einen Helm an, dann ist es schon sehr wahrscheinlich, dass du das überlebst. Wenn dein Scav dir so ohne Helm auf den Kopf schießt, dann nicht so. Komm, one on one. What? Angst Potter? Hä? What? Weil du kannst 20.000 Mal besser spielen als ich und mich töten und mir zeigen, dass du im One-on-One der König bist? Das interessiert aber trotzdem nicht, dass ein Helm nichts bringt. What? Also, ich meine, was willst du damit jetzt beweisen? Dass du ein toller Hecht bist und schießen kannst? Oder... Hä? Komm mit deinem besten Helm. Boah. Okay, pass auf. Nochmal ganz langsam. Wenn ein Scav dir nicht mit 995 auf deinen Helm schießt, dann stirbst du nicht. Wenn aber jemand mit 995 auf deinen Helm schießt, weil die Penetration so hoch ist, der durch deinen Helm geht, bist du trotzdem tot. Helme sind sehr nützlich. Auch gegen Hatchlinge oder Leute mit PS-Ammo. Genauso wie Armor. Wenn du was anderes behauptest, bist du einfach nur, es tut mir leid, ein Idiot. Und jetzt habe ich dir das ganz langsam erklärt. Und da kannst du sein One-on-One spielen, so viel du willst. Das ändert nichts. Weil du bist mit 995, M61, M62 oder BP-Ammo reinkommen. Da ist selbstverständlich die Penetrationschance sehr hoch und deswegen bringt dort der Helm nichts. Okay? Do your homework. Shut up. Ja, moin.
Moin, Mario. Liebe Menschen, die Scheiße erzählen. Yes, I do. PS-Ammo gegen Helm. Magga, dein Pullermatz, der ist einfach, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was du für ein Robby Bubble geballert hast, so. Aber wir können uns gerne, weiß ich nicht, vielleicht hat noch jemand Clips oder so, wo wir einen ganzen Helm komplett mit Spider-App, weil jemand mit Tracer-Ammo drauf geschossen hat. Erzähl bitte keine Scheiße. Erzähl doch bitte nicht den Leuten so einen Müll. Und wenn du sagst, du magst keine Helme, dann erkläre ihnen, warum du keine Helme spielst. Aber sag ihnen nicht, Helme sind nutzlos, denn Helme sind sehr nützlich. Und das kann man sehr oft sehen. Und du kannst auch gerne dein Wanky-Wanky machen und deine One-on-Ones und der König sein von Mallorca, aber bitte erzähl den Leuten doch nicht so eine Scheiße. Wenn man keine Ahnung hat, dann halte einfach deine Fresse. Halt einfach die Fresse. Ganz einfach. Simple as that. Einfach die Schnauze halten. Weil dieses dumme Gelaber interessiert sowieso kein Schwein. Kein Pimmel interessiert das, was du für eine Meinung hast. Niemand. Und niemand hat dich danach gefragt. So. Also, jetzt frag dich nochmal. Wie relevant ist dein dämliches Gesülze? So viel. Null. Und dein One-on-One auch. Ich bin alt genug, dass ich weiß, dass du wahrscheinlich gewinnen wirst, weil du besseres Aim hast als ich. I don't give a fuck. Das heißt aber immer noch nicht, dass dein Helm, die Scheiße, die du über den Helm erzählt, einfach, dass die stimmt. Also bitte tu mir einen Gefallen und laber nicht so eine Scheiße. So, und jetzt geh bitte in einen anderen Stream, erzähl wieder genau dieselbe Jauche, weil dir keiner zuhört den ganzen Tag und du im Internet versuchst, irgendwelche Aufmerksamkeit zu generieren mit so einem Quatsch. Weil dein jämmerliches Leben einfach so langweilig ist, dass du Leute in dem Chat mit so einem Scheiß voll quatschen willst. Bam, aus, Ende. Mic drop, tschüss, hab einen schönen Tag. Mach dein One-on-One sonst wo. Ich bin nicht sauer, nein. Absolut nicht. Ich bin null sauer. Warum sollte ich sauer sein? Ich bin nicht salzig, Bärtiger Dude. Ich bin nur ehrlich. Ich bin nicht salzig, Leute. Ich antworte nur ehrlich. Wenn Leute Quatsch erzählen, dann sage ich denen. Aber ich bin nicht salzig. Mm-mm. Keine Sorge.
Selbst eine grüne Eierschale hilft. Selbst die Alumütze hilft. Lasst euch sowas nicht erzählen. Lasst euch sowas nicht erzählen. Die bewirkt zwar nicht die Wunder, die man sich erwartet von einem 1800-Dollar-Helm, aber glaubt mir, der Helm rettet Leben. Davon gibt es genug Clips. Lasst euch das nicht erzählen. Natürlich sind die Schweine teuer und man erwartet immer, dass man irgendwie so ein halbes Magazin PSA, 995 damit tankt, aber das tut's halt einfach nicht. Wenn man sich damit mal ein bisschen auseinandersetzt, dann wird man feststellen, dass die Chance der Penetration einfach auf 100% ist, weil die Ammo einfach so gut ist. Heißt aber nicht, wenn drei Scavs auf dich schießen und deinen Helm dir penetrieren, dass dein Helm die Munition nicht abhält. Und wer sich mal an die ganzen Runden mit Flippel erinnert, als wir Leute hatten, die uns in den Nacken geschossen haben und der Helm 855 Munition abgehalten hat, oder auch schon Schrotflinten oder PS-Ammo oder auch eine Mosin. Ich meine, das ist alles once in a lifetime, aber dafür kaufst du dir ja die Scheiße. Wenn du dir natürlich einen Helm kaufst, wo Ohren frei sind und dein Gesicht frei ist, dann hast du natürlich eine Face-Hitbox und eine Ear-Hitbox und davon kriegst du natürlich einen Headshot. Logischerweise. Heißt aber noch lange nicht, dass der Helm nutzlos ist, weil wenn dir Leute auf die Stirn schießen, dann macht der Helm immer noch seinen Job. Ist halt die Frage, wie viel Geld du ausgeben möchtest für einen Helm. Deswegen sollte man nicht sagen, dass Helme nutzlos sind oder man sollte einfach grundsätzlich keine tragen. Manche Leute sind damit, gehen damit konform. Anderen Leuten rettet das auf jeden Fall immer mal das Leben. Aber grundsätzlich, die sind nicht nutzlos. That's a lie. Oh, ich habe nicht mehr so viel Platz, Let's Play. Ich könnte sie mitnehmen, aber ich lasse sie jetzt einfach da. Außerdem, Freunde der Sonne, mit Helm sieht man eh viel cooler aus. Sind wir mal ehrlich. Sind wir mal ehrlich. Im Hideout machen wir sowieso nicht viel. Aktuell. Wir hängen immer noch in diesen blöden 1,4 Millionen Rubel dran. Ja, das ist mir ja egal, ob die Leute das meinen. Aber nicht in meinem Chat. In meinem Chat erzählst du keinen Quatsch. Und gerade nicht in Tarkov. Macht man nicht. Guck mal, wenn jetzt zum Beispiel Mario sagt, ne? Mario ist ja auch einer, oder Jesus, die sagen, ey, Schnapszahl. Ich finde Helme einfach nutzlos und dann begründen sie das und sagen, ey, weil ich finde Kosten-Nutzen an der Stelle nicht passig und dafür tun sie zu wenig. Und dann geben sie dir eine Erklärung dafür. Aber grundsätzlich zu sagen, irgendetwas ist nutzlos, ist schwachsinnig. Wenn sich jemand für eine gewisse Sache entscheidet, und diesen Spielstil verfolgen möchte, ist das okay. Aber du gehst halt nicht irgendwo random, gerade immer noch, nachdem sehr viele Leute neu angefangen haben und erzählst ihnen so eine Scheiße.
Weil da draußen, ihr da draußen, da werden jetzt gerade vielleicht 20 oder sagen wir mal 30 Leute sein, die neu angefangen haben mit dem Spiel und die rennen jetzt nur noch ohne Helm rum. Und dann kommen sie in 2 Tagen in den Chat und dann erzählen sie dir, boah, was für eine Scheiße, ich krieg von Skeffs nur One-Shots die ganze Zeit auf den Kopf. Und dann fragst du, na, hast du den Helm aufgehabt? Nö, wieso? Hat doch einer gesagt, ist doch nutzlos. So, musst du den Leuten erklären, dass die Helme nutzlos sind? Nein. Musst du nicht. Sondern du kannst ihnen erklären, was Vor- und Nachteile sind. Ob sich das rentiert, können sie nachher alle allein entscheiden. Aber du gehst nicht zu den Leuten und sagst, die Helme sind nutzlos, Alter. One-on-one. Hinten auf dem Hof, Junge. Ohne Kratzen und Beißen. Wir haben übrigens eine Tank-Battery gefunden. Was sehr gut ist.